Am 1. Mai gab es um 11 Uhr eine Demonstration von unterschiedlichen Gruppen und Kollegen aus unterschiedlichen Betrieben. Diese Demonstration war organisiert, weil die Führungen der Gewerkschaften es verweigert haben, größere Massenmobilisierungen am Kampftag der Arbeiterinnenklasse zu organisieren. Und viele der Kolleginnen der Meinung waren, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen unsere Forderungen stark machen. Wir denken auch, dass es diese Verweigerung, heute so eine Demonstration aufzurufen, auch im ganzen Einklang mit der Politik dieser Führungen im Verlauf der letzten zwei Jahren gewesen ist. Zum Beispiel auch letztes Jahr hatten sie sich verweigert, so eine 1. Mai-Demonstration aufzurufen und eher Veranstaltungen organisiert, wo sie gemeinsam mit Regierungsministerinnen über die Lage gesprochen haben und ihre Unterstützung für die Regierungspolitik aufgezeigt haben. Und wir sehen auch, dass es hunderttausende Arbeitsplätze bedroht sind, hunderttausend Entlassungen schon stattgefunden haben und dagegen auch sehr wenig Streikaktionen stattgefunden hat. Ebenfalls geht es den Kollegen in den Krankenhäusern, die am Limit arbeiten, wegen der Kürzungspolitik der Regierung. Und heute wollten wir sozusagen ein Zeichen daran setzen, dass wir mit dieser Politik auch der Gewerkschaftsführung nicht einverstanden sind und wir als Gewerkschaftlerinnen für Massenmobilisierungen und für Streiks gegen die Krise und gegen diese Regierung und Angriffe der Kapitalistinnen brauchen. Bei den Banken seid ihr fix, für die Bildung tut ihr nichts. Laut den ersten Zahlen waren heute über 2000 Menschen auf der Demonstration anwesend. Besonders waren die Krankenhausbeschäftigten sichtbar von U-Bahn-Krankenhaus, von anderen Krankenhäusern, die jetzt auch sich in einer Bewegung, am Anfang eine Bewegung befinden, gegen die Kürzungspolitik und für einen neuen Entlastungstarifvertrag. Ebenfalls waren Arbeiter aus den Hochschulen dabei, Studierende dabei, Schülerinnen dabei, genauso wie viele klassenkämpferische Gruppen, die sich solidarisch mit den Kämpfen der Arbeiterinnenklasse zahlen und an diesem Tag auch ein Zeichen gegen die Krise setzen wollten. Auf der Demonstration gab es auch einen Enteignungsblock, wo auch viele Aktive der Deutsche Wohnen enteignen Kampagne dabei waren. Aus den Hochschulen waren Leute dabei, aus den einzelnen Kiez-Teams waren Leute dabei. Und wir denken aber, dass die Deutsche Wohnen enteignen Kampagne an sich auch viel mehr solche Mobilisierungen als Anlass nehmen sollte, für die Forderungen der Enteignungen zu Massenmobilisierungen aufzurufen. Und besonders im Hinblick sozusagen der anstehenden Krankenhausbewegung ist es notwendig, dass es gemeinsame Mobilisierungen stattfinden für die Enteignung der Immobilienkonzerne, aber auch für die Vergesellschaftung der gesamten Krankenhausbetrieb und des Gesundheitssystems. Und wir denken, dass es im September vor den Bundes- und Landtagswahlen die Möglichkeit existiert, dass es größere Streiks, Massenmobilisierungen stattfindet von Krankenhausbeschäftigten, von Schulen, Universitätsbeschäftigten, Kitas, die sich auch in den Tarifrunden befinden werden, dass man für politische Forderungen eine Streikbewegung organisiert. Und das ist besonders auch deswegen wichtig, weil einfach eine Wahl einer grün-rot-roten oder rot-rot-grünen Regierung es nicht heißen wird, dass die Enteignungen durchgesetzt werden, sondern es braucht größeren Druck und Durchsetzung auf der Straße. Morgens um 7 kommst du nach Haus, morgens um 7 und du bist nicht mal drauf, morgens um 5 stehst du wieder auf, du musst zum Frühdienstraus, du gehst durch die Straße, sie erscheint im Licht, die Leute knien nieder, denn das könnten sie nicht, die fragen sich nur, warum wird ihnen so heiß, bei diesen ganzen Engeln in Weiß. Wir sind der Walk of Care, denn es fällt zu schwer, einfach zuzusehen in diesem kranken System. Die Menschen immer weiter vor die Hunde gehen.